Und lassen Sie mich bitte, bevor wir mit der Diskussion beginnen, als amtierender Präsident dazu einige einleitende Bemerkungen machen. Gestern ist auf das Bürgerbüro des Abgeordneten Karamba Diaby in Halle ein Angriff verübt worden mit Schusswaffen. Ich glaube, dass ich im Namen des ganzen Hauses spreche, wenn ich sage, das ist ein empörender Vorgang. In einer Demokratie darf Gewalt niemals ein Mittel der Auseinandersetzung sein. Dies ist nicht der erste Angriff auf Abgeordnete oder Abgeordnetenbüros. Das haben schon Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen erlebt. Dass dabei aber Schusswaffen eingesetzt werden, ist eine neue Qualität. Und das zeigt, dass der Mordanschlag gegen Regierungspräsident Lübcke, aber auch der Terroranschlag in Halle offenkundig nicht dazu geführt haben, dass gewisse Menschen zu Einkehr kommen und einsehen, dass sie etwas machen, was gegen die Grundlagen unseres menschlichen Zusammenlebens ist. Wir diskutieren in dieser Aktuellen Stunde auch um Übergriffe gegen Feuerwehrbeamte, Rettungssanitäter und Polizeibeamte und gegen alle Menschen, die in solchen Situationen Hilfe leisten. Das alles ist eine Erscheinung, mit der wir uns in einem demokratischen Rechtsstaat nicht abfinden können. Und ich möchte den Vorfall von gestern zum Anlass nehmen, lieber Kollege Karamba Diaby, hier festzustellen, und ich glaube, ich darf das auch im Namen des ganzen Hauses tun, wir stehen solidarisch hinter dem Kollegen Diaby und seinen Mitarbeitern, die Ziel dieses Angriffs gewesen sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und rufe jetzt auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD haben diese Aktuelle Stunde beantragt zu dem Thema Kommunalpolitiker, Polizei und Rettungskräfte vor Drohungen und Gewalt wirksam schützen. Erster Redner in dieser Debatte ist für die Bundesregierung der parlamentarische Staatssekretär Dr. Günther Krings. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Gemeinden sind wichtiger als der Staat. Diese Einschätzung hat niemand Geringeres als Theodor Heuss, der erste Präsident unserer Bundesrepublik, im Jahr ihrer Gründung getroffen. Die vielleicht zugespitzte Feststellung macht deutlich, dass die kommunale Politik das Fundament unserer Demokratie ist und dass die Politik und die Politiker vor Ort unverzichtbar sind für das Funktionieren und den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens. Kommunalpolitik ist wirklich die Keimzelle unserer Demokratie. In den letzten Jahren erleben wir indes eine Zunahme von Angriffen auf kommunale Verantwortungsträger. Immer häufiger erfahren wir von Beschimpfungen, aber auch von tätlichen Attacken und teils brutalen Anschlägen gegen Lokalpolitiker. Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin von Köln, entrann 2015 nur knapp dem Tod. Einen Tag vor ihrer Wahl stach ihr ein fanatisierter Rechtsradikaler in den Hals. Andreas Holstein, Bürgermeister der Stadt Altena, wurde 2017 von einem aufgebrachten Flüchtlingshasser ebenfalls ein Messer in den Hals gestoßen. Und in diesem Zusammenhang gehören auch die aktuellen Drohungen aus der rechten Szene gegen den Bürgermeister Christoph Landscheid aus meiner niederrheinischen Heimatregion. Solche Angriffe beschränken sich aber auch nicht auf Kommunalpolitiker und Bürgermeister. Das haben Sie, Herr Präsident, gerade schon deutlich gemacht. Auch Landes- und Bundespolitiker werden zur Zielscheibe von Hass, von Gewalt. Ich nenne nur den mutmaßlich von Linksextremisten begangenen Angriff auf den Hamburger Innensenator Andi Grote Ende des vergangenen Jahres. Und Sie haben darauf hingewiesen, und er spricht gleich ja noch zu uns, vom gestrigen Tag die Schüsse auf das Wahlkreisbüro unseres Bundestagskollegen Karamba Diaby.
Der traurige Tiefpunkt dieser schlimmen Entwicklung ist wohl der feige Mordanschlag auf Dr. Walter Lübcke am 2. Juni 2019. Nicht der erste Mord aus der rechtsextremen Szene, aber der erste Mord von offenbar Rechtsextremen an einem deutschen Politiker seit dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland. Dem Bundeskriminalamt wurden für das gerade zu Ende gegangene Jahr 2019 bislang 1241 politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger gemeldet, und wir fürchten sogar, dass hier noch einige dazukommen. Bislang konnten 440 Übergriffe Rechtsextremisten zugeordnet werden und 246 Taten Linksextremisten. Das sind, meine Damen und Herren, erschreckende Zahlen, die für uns zugleich Mahnung und Aufforderung zum Handeln sind. Denn unsere Demokratie lebt ja davon, dass sich Politiker hauptamtlich, aber eben mehr noch ehrenamtlich, in den Dienst der Allgemeinheit und ihrer Mitmenschen stellen. Jeder Anschlag auf einen Repräsentanten unseres Staates ist daher zugleich ein Angriff auf unsere gemeinsamen demokratischen Werte. Er ist ein Angriff auf uns alle. Zugleich ist unser Rechtsstaat in besonderem Maße auf diejenigen angewiesen, die täglich für Sicherheit, Ordnung und Recht sorgen. Insbesondere Polizeibeamte werden aber immer wieder Ziel von gewalttätigen Angriffen und mit ihnen noch andere Rettungskräfte und Einsatzkräfte. Respektlosigkeit, Pöbeleien und sogar körperliche Gewalt gehören inzwischen zur polizeilichen Alltagserfahrung. Allein in Berlin werden nach Angaben der Berliner Polizei im Schnitt jeden Tag 19 Beamte angegriffen. Im Jahre 2018 wurden 85.604 Vollstreckungsbeamte sowie andere Einsatzkräfte bei Ausübung ihres Jobs Opfer von Gewaltdelikten. Ein Anstieg im Vergleich zum Jahr davor von 10%. Diejenigen, die Tag für Tag, meine Damen und Herren, die Tag für Tag ihren Kopf für unser aller Sicherheit hinhalten, ob als Polizisten, als Feuerwehrleute, als Rettungskräfte, haben den Anspruch darauf, dass die Politik ihnen auch den Rücken stärkt. Und ich will aber auch hinzufügen, dass ich die Proteste des Berliner Personalrats bei der hiesigen Polizei durchaus gut verstehen kann, wenn sie darauf hinweisen, dass es nicht sein kann, dass ein Antidiskriminierungsgesetz eine Art Beweislastumkehr faktisch statuiert und sich Polizisten für ihre Arbeit sozusagen einem Generalverdacht ausgesetzt sehen, weil sie bei Vorwürfen, sie hätten diskriminiert, ihrerseits faktisch die Beweislast tragen müssen. Auch das haben unsere Polizistinnen und Polizisten nicht verdient. Die Attacken, von denen ich eben gesprochen habe, die verurteilen wir, und zwar jede einzelne von ihnen, aufs Schärfste. Und wir ergreifen als Bundesregierung auch konkrete Gegenmaßnahmen. Bereits 2017 haben wir mit dem Gesetz zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften die Strafdrohung für Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte bei jeder Diensthandlung, vorher waren es nur Vollstreckungshandlungen, auf bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verschärft. Mit der aktuellen Umsetzung des von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmenpakets zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität werden wir gezielt auch den Schutz von Kommunalpolitikern verbessern. Nicht mehr nur wie bisher, jedenfalls in der Auslegung der Gerichte, werden nur hauptamtliche Abgeordnete wie wir alle, sondern eben auch endlich Kommunalpolitiker geschützt sein in einer besonderen Straftat, in einem besonderen Straftatbestand vor übler Nachrede und Verleumdung durch die verschärfte Strafdrohung des Paragraphen 188 Strafgesetzbuch. Und meine Damen und Herren, da aus Worten des Hasses nicht selten Taten der Gewalt werden, müssen wir uns auch mit Beleidigungen oder Anfeindungen unter dem Schutz der Anonymität im Internet beschäftigen. Ich bin persönlich nicht der Auffassung, dass wir eine generelle gesetzliche Rechtspflicht zur Klarnahme oder zur Aufhebung von Anonymität brauchen. Aber was wir meines Erachtens brauchen, ist eine Kultur der Offenheit, des offenen Umgangs miteinander im Netz. Ich finde, eine ernsthafte politische Streitkultur verträgt sich in einer freiheitlichen Gesellschaft eben nicht mit Anonymität oder oftmals sogar Duckmäusertum, was wir auch feststellen müssen in manchen Foren im Netz.
Wir werden die Regelungen des Strafgesetzbuchs mit Bezug zur Hasskriminalität ergänzen. Das betrifft zum Beispiel die Aufforderung zu Straftaten oder Billigung oder Verharmlosung von Straftaten. Ferner wollen wir eine Meldepflicht für Diensteanbieter nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz als Bundesregierung einführen, etwa für Morddrohungen und Volksverhetzung. Und Diensteanbieter müssen zur Bekämpfung und Aufklärung von Hasskriminalität auch eine Auskunftsverpflichtung etwa gegenüber dem Bundeskriminalamt unterfangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir setzen weiterhin aber nicht nur auf polizeiliche Maßnahmen und nicht nur auf repressive staatsanwaltliche gerichtliche Maßnahmen. Nein, es geht auch um Prävention und es geht auch um Bewusstseinsbildung. Die im letzten Jahr begonnene Kampagne für ein sicheres Deutschland werden wir fortführen. Mit ihr zeigen wir, dass in jeder Uniform von Polizei, Feuerwehr, anderen Einsatzkräften ja immer auch ein Mensch steckt, der nicht nur als Repräsentant des Staates, sondern auch ganz persönlich Anspruch auf Achtung seiner Würde hat. Und für unsere Kommunalpolitiker, meine Damen und Herren, können wir alle gemeinsam, innerhalb und außerhalb dieses Hauses, selbst wohl das beste Signal setzen. In diesem Jahr finden in Bayern und Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen, in Hamburg neben den Bürgerschaftswahlen auch Bezirkswahlen statt. Ich werbe auch vor dem Hintergrund gerade dieser heutigen Debatte dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesen Ländern mit einer hohen, hoffentlich ganz hohen Wahlbeteiligung gerade den ehrenamtlichen Politikern den Rücken stärken und damit ein deutliches Zeichen gegen Hass, Hetze und Gewalt setzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Martin Hess für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, auf Antrag der Koalitionsfraktion befassen wir uns heute wieder einmal, möchte man sagen, mit Drohungen und Gewalt gegen Kommunalpolitiker, gegen Polizei und Rettungskräfte. Ich möchte zunächst die Gelegenheit nutzen und mich auch im Namen meiner Fraktion bei allen Kollegen der Sicherheitsorgane des Bundes und der Länder, der Feuerwehren und der Rettungsdienste bedanken. Ihr leistet unter widrigsten politischen Rahmenbedingungen hervorragende Arbeit. Dafür herzlichen Dank. Die Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte nimmt zu. Diese Entwicklung ist nicht nur besorgniserregend, sie ist für einen Rechtsstaat schlicht inakzeptabel. Und verantwortlich hierfür sind Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren von den Altparteien. Sie praktizieren seit Jahrzehnten eine Sicherheitspolitik, die zum Rückzug des Rechtsstaates und zum Vormarsch von Schwerstkriminellen und Gewaltverbrechern führt. Und diese Kriminellen zeigen ihre tiefe Staatsverachtung durch massive Angriffe gegen unsere Sicherheits- und Rettungskräfte. Und dass sie das zulassen, zeigt, sie sind weder willens noch in der Lage, die Polizei und Rettungskräfte unseres Landes effektiv zu schützen. Sie lassen diejenigen alleine, die tagtäglich für unser aller Sicherheit sorgen. Und damit muss endlich ein für allemal Schluss sein. Wenn es einen Grundkonsens unter Demokraten geben muss, dann den: Gewalt gegen den Staat und seine Repräsentanten ist kategorisch abzulehnen und zu verurteilen. Es darf keine, wie auch immer geartete, Legitimation für Gewalt gegen den Staat und seine Vertreter geben. Aber diesen Grundkonsens darf man nicht nur als hohle Phrase verwenden, man muss ihn auch aktiv leben. Und genau hier versagen Sie, die Altparteien, jeden Tag aufs Neue. Sie tun alles im sogenannten Kampf gegen rechts, sind aber auf dem linken Auge blind. Dabei sind es gerade Linksextremisten, die permanent unsere Polizei angreifen. Weit mehr als die Hälfte der linksextremistisch motivierten Gewalttaten sind gegen die Polizei und die Sicherheitsbehörden gerichtet. In unserem Land sind menschenverachtende linksextremistische Angriffe gegen die Polizei mittlerweile Alltag. Ein aktueller Fall: An Silvester entrissen Linksextremisten in Leipzig-Konnewitz einem Polizeibeamten den Helm und verletzten ihn dabei am Kopf. Der Kollege wurde sogar bewusstlos, musste noch in der Nacht operiert werden. Ich wünsche ihm, auch im Namen meiner Fraktion, von hier aus schnelle Genesung. Und wie reagieren Sie auf diese ganzen Vorfälle? Obwohl jeder Bürger klar erwartet, dass sich zumindest bürgerliche Kräfte eindeutig von solchen Extremisten distanzieren, tun Sie genau das Gegenteil. Sie, meine Damen und Herren von der Union, kooperieren offen mit den politischen Feinden unserer Polizei, mit den Grünen und, wie neuerdings sogar in Thüringen zu sehen, auch mit der Linkspartei.
Wer vom Schutz unserer Einsatzkräfte redet, aber mit dem politischen Arm der Linksextremisten zusammenarbeitet, der macht sich nicht nur unglaubwürdig, der liefert Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sehenden Auges Gewaltverbrechern aus. Wir müssen Linksextremisten endlich in die Schranken weisen. Wir müssen diesen Gewaltverbrechern klar machen, dass der Staat sich nicht mehr auf der Nase herumtanzen lässt. Und ein erster und wichtiger Schritt besteht darin, keine rechtsfreien Räume wie in der Rigaer Straße 94 in Berlin oder die Rote Flora in Hamburg mehr zu dulden. Der Rechtsstaat muss Stärke zeigen und diese Objekte endlich dauerhaft räumen. Das wäre ein wahres Signal der Stärke unseres Rechtsstaates und genau das brauchen wir. Aber nicht nur Linksextremisten haben wegen ihrer desaströsen Sicherheitspolitik freie Bahn. Die Regierung hat auch keine effektiven Mittel gegen Parallelgesellschaften und Clans, aus deren Reihen unsere Polizeibeamten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute ständig angegriffen werden. Vor wenigen Tagen erst hat eine Jugendbande in Berlin-Kreuzberg einen Feuerwehrmann auf dem Weg zur Nachtschicht krankenhausreif geschlagen. Rund 200 Gewalttaten gegen Feuerwehrleute kamen letztes Jahr in Berlin zur Anzeige. Laut Landesbranddirektor hat die Intensität der Angriffe deutlich zugenommen. Angehörige krimineller Clans verletzen und bedrohen Polizisten sogar im privaten Umfeld und stürmen Notaufnahmen. Um Ärzte, Pfleger und Retter vor Clans zu schützen, beschäftigen Krankenhäuser in Berlin jetzt schon private Sicherheitsdienste. Sie können die Lage nicht mehr schönreden. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann hat unser Rechtsstaat verloren. Wir müssen Clankriminellen die deutsche Staatsangehörigkeit entziehen, das Vermögen viel stärker als bisher abschöpfen und vor allem konsequent abschieben. Das ist die einzige Sprache, die diese Schwerkriminellen verstehen. Und deshalb muss dies auch ab sofort umgesetzt werden. Linksextremisten und Clankriminelle haben eines gemeinsam. Sie greifen Einsatzkräfte an, weil sie unseren Staat und sein Gewaltmonopol ablehnen. Deshalb hilft hier keine Deeskalation. Gegen Staatsfeinde hilft nur Nulltoleranz und robustes Vorgehen. Aber nicht nur darüber reden, wie Sie das ständig tun, sondern konsequent umsetzen. Wir dürfen nicht länger zulassen, dass Verfassungsfeinde sich unseren Staat zur Beute machen, sondern wir müssen dem endlich entschlossen entgegentreten. Hören Sie auf damit, sich unseren sicherheitspolitischen Forderungen zu verweigern. Setzen Sie unsere Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheitslage endlich um. Dann wird Deutschland auch wieder sicherer und unsere Polizei und Rettungskräfte sind bestmöglich geschützt. Vielen Dank. Als nächster spricht für die Fraktion der SPD der Kollege Bernhard Dadrup. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gewalt und Drohung gegenüber Mandatsträgern, gegenüber Polizisten, Rettungskräften nehmen in erschreckender Weise zu. Ja, selbst politischer Mord, wie an Walter Lübcke, gehört zur Bilanz des abgelaufenen Jahres. Und deshalb gehört der Kampf gegen Hetze, Rechtsextremismus und Hasskriminalität auf die Tagesordnung des Deutschen Bundestages. Doch bevor ich dazu im Einzelnen komme, wende ich mich an dich, lieber Karamba Diaby. Die Schüsse auf dein Wahlkreisbüro sind nicht nur ein Anschlag gegen dich, gegen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern so, wie der Präsident gerade gesagt hat, nein, sie sind auch ein Anschlag auf unsere Demokratie. Deshalb darf ich dir versichern, wir stehen an deiner Seite, an der Seite deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und wir hoffen, dass du dich in deinem Engagement für Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in unserem Land nicht beirren lässt. Und weil du nicht der Einzige bist, deswegen gilt diese Solidarität auch unserem Kollegen Carsten Träger, der beispielsweise zum Jahreswechsel einen anonymen Brief mit einer Patronenhülse bekommen hat. Wir stehen aber nicht nur an eurer Seite. Die Zeit ist überfällig, wo wir mit weiterer Entschiedenheit die Grenze zu den Feinden unserer Demokratie ziehen müssen. Der Anlass für diese Aktuelle Stunde besteht genau in der offensichtlichen Eskalation der Gewaltbereitschaft, die auch vor ehrenamtlichen und hauptamtlich tätigen Kommunalpolitikern ebenso von Rettungskräften oder Polizeibeamten nicht Halt macht, deren unser Dank und unsere Anerkennung selbstverständlich gilt. Die Zahlen sind erschreckend. Und die Beispiele mittlerweile zahlreich. Staatssekretär Krings hat einige genannt. Und bedauerlicherweise steigt die Summe in der Bundesrepublik insgesamt bald auf eine vierstellige Zahl.
Ich bin besonders unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier dankbar, der sich mehrfach zuletzt auf seinem Neujahrsempfang an die Seite der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, an die ehrenamtlichen Tätigen in unserer Gesellschaft gestellt hat und mehr Schutz gegen ein Klima des Hasses und der Menschenverachtung gefordert hat. An uns richtet sich aber nicht nur die Pflicht zur Solidarität mit den Bedrohten, sondern gleichermaßen müssen wir Antworten auf die Frage finden, was denn eigentlich zu tun ist. Es ist deshalb gut, dass unsere Justizministerin Christine Lambrecht den Nährboden für Hetze und Rechtsextremismus im Netz mit einem Aktionsplan entgegenwirkt, unter anderem Beispiel durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz Morddrohungen und Volksverhetzungen besser zu verfolgen, durch die Verschärfung der Paragraphen 188 Strafgesetzbuch wie auch 113, dass Notärzte, Sanitäter und die kommunale Ebene vor Nachrede, Verleumdung und Ähnlichem stärker schützt. Auch das Waffen- und Sprengstoffrecht zu verschärfen ist die bessere Alternative zur Bewaffnung von Bürgermeistern. Auch wenn ich persönlich Christoph Landscheid verstehe, ist das nicht die Alternative. Allerdings dürfen alle Verschärfungen im Strafrecht nicht davon ablenken, dass auch Gerichtsverfahren zu Ergebnissen und zu Ende geführt werden müssen und nicht, wie gegenwärtig bisweilen der Eindruck entsteht, allzu sehr ins Leere laufen bzw. eingestellt werden. Auch das ist eine berechtigte Forderung der kommunalen Ebene an unsere Justiz. So sehr dieses Handeln notwendig ist, kann es nicht darüber hinwegtäuschen, dass die zunehmende Gewalt und der Hass Ursachen hat. Soziale, kulturelle, und darüber müssen wir reden. Demokratie muss immer wieder neu gelernt, neu erkämpft, neu gelebt werden. Deshalb ist Prävention so wichtig, wie im Programm Demokratie Leben eben angesprochen worden ist. Deshalb, damit bin ich bei einem weiteren Punkt. Wir diskutieren zu Recht die Rolle der sozialen Medien. Aber das ist nicht das Einzige. Und diese Debatte ist nicht alleine mit schärferem Recht zu bekämpfen. Carlo Schmitt, einer der Väter unseres Grundgesetzes, hat einmal das Merkmal der Rechtsstaatlichkeit unseres Grundgesetzes dadurch gekennzeichnet, dass er gesagt hat, es orientiert sich an der sittlichen Idee der Gerechtigkeit. Daran dürfen die Menschen ebenso wenig Zweifel haben wie am Ringen um politische Ziele mit der Bereitschaft zum Kompromiss im demokratischen Staat. Der faule Kompromiss war die diffamierende Formel der Nazis gegenüber dem Ringen um die Demokratie in der Weimarer Republik. Diese Haltung verspottet die Diskussion als Gerede und das Parlament als Schwarzbude. Wo sich die Unfähigkeit zum Kompromiss mit Macht verbindet und auf Minderheiten zielt, entsteht Brutalität. Das hat uns unsere Geschichte gelehrt. Jeder muss wissen, dass hetzerische Sprache, Herr Hess, die Vorhut der Gewalt ist. Und bei nicht wenigen von Ihnen habe ich den Eindruck, dass Sie nicht dennoch so reden, sondern deshalb so reden. Sie sind die Hetzer in diesem Land. Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie ist und bleibt ein Wagnis, weil sie sich völlig ihren Bürgerinnen und Bürgern anvertraut. Jeder, der sich abwendet, fehlt der Demokratie. Und deshalb dürfen wir niemanden achselzuckend ziehen lassen. So sagt Frank-Walter Steinmeier, und er hat recht. Niemanden ziehen zu lassen, das öffentliche Bewusstsein für unsere Demokratie und ihre Geschichte zu stärken. Dazu gehört auch die politische Bildung. Wenn wir wirksam gegen Hass und Hetze, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt vorgehen, ist die Stärkung eine der Säulen der Demokratie, nämlich der Städte und Gemeinden, nicht nur unverzichtbar, sondern geboten. Wer die Kommunen stärkt, macht unsere Gesellschaft stark. Demokratie, Toleranz, Menschenfreundlichkeit, das ist eine Lebensform, von der Sie nichts verstehen hier im rechten Lager. Sie entsteht nicht von selbst, sondern fordert unseren täglichen Eindruck. Denn letzter Satz, so wenig der Demokratie vor 100 Jahren ihr Scheitern vorherbestimmt war, so wenig ist heute ihr Gelingen garantiert, mahnt zu Recht der Bundespräsident in seiner Erinnerung an die Weimarer Republik. Und wer Sie reden hört, soll denken an die Mahnung Brechts im Arturo Ui. Der Schuss ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht für die Fraktion der FDP die Kollegin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass Frauen und Männer, die sich in unserem Land politisch engagieren, bedroht, angegriffen werden, ist ein nicht hinnehmbarer Zustand.
Und meine Damen und Herren, ich spreche jetzt auch meine Kollegin Judith Skudelny an, die auch bedroht wurde, und wir sprachen gerade darüber. Ob das von links, rechts, von der Mitte, von hinten oder von vorne kommt, meine Damen und Herren, es ist egal. Es ist empörend, es ist widerwärtig, und dass wir überhaupt heute gezwungen werden, heute im Bundestag über dieses Phänomen der Respekt- und Distanzlosigkeit zu diskutieren, ist wirklich ernüchternd. Meine Damen und Herren, Kommunalpolitik, es wurde gesagt, es ist wichtig, es immer wieder zu wiederholen, ist der Stoff, aus dem die wahre Demokratie gemacht wird. Und vor der eigenen Türe wird nämlich nicht nur gefegt, sondern es werden die Dinge entschieden, die unmittelbar das Leben der Menschen im Alltäglichen prägt und beeinflusst. Und welcher politische Weg der richtige ist, darüber wird gerungen und letztlich demokratisch abgestimmt. Und wenn wir, die wir hier sitzen, wenn wir, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes und damit der Staat, unsere Kommunalen vor Ort und natürlich auch die Rettungskräfte, die Polizistinnen und Polizisten, wie bekloppt ist es eigentlich, Leute anzugehen, die ihr Leben einsetzen, um uns zu schützen? Also das ist wirklich unglaublich. Wer das macht, meine Damen und Herren, der legt die Axt an das soziale Miteinander und die Axt an die Wurzel unserer Demokratie. Und dann wird die größte Errungenschaft dieser Bundesrepublik Deutschland, nämlich frei von Angst, seine Meinung zu äußern und für seine Sache einzustehen, zerstört. Und die Angriffe starten oft verbal, meist im Netz, manchmal ganz subtil und enden immer häufiger, wie wir gerade erleben, in körperlichen Übergriffen. Um missliebige Meinungen zu Politiker zu verängstigen, sie mundtot zu machen und um sie letztlich zu nötigen, sich wieder ins Private, fern vom Allgemeinwohl zurückzuziehen. Meine Damen und Herren, wir müssen uns nicht wundern, dass es immer schwieriger wird, engagierte Menschen zu finden, die sich kommunalpolitisch wiederum engagieren. Wer soll sich dieses respektlosen Anfeindungen noch antun, übrigens auch seiner Familie zumuten? Und das geht ja so weit, dass kommunalpolitische Mandate in einigen Gemeinden inzwischen schon ausgeschrieben werden müssen. Und natürlich ist man als kommunaler Mandatsträger Kritik ausgesetzt. Ich meine, wer damit nicht umgehen kann, sollte ein solches Engagement nicht übernehmen. Salopp gesagt, wer in die Küche geht, sollte auch Hitze abkönnen. Aber keine Diskussion rechtfertigt Übergriffe. Und an dieser Stelle, dass betroffene Mandatsträger Waffen tragen, es wurde gerade gesagt, oder sich wünschen, ist natürlich keine Lösung. Wir sind hier nicht im Wilden Westen. Es ist, meine Damen und Herren, die Aufgabe der Polizei einzuschreiten, wo nötig auch die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, Bedrohungen ernst zu nehmen und entsprechend zu ahnden. Und leider werden Verfahren bei verbalen Bedrohungen viel zu schnell eingestellt. Sie werden relativiert und sie werden leider oft verharmlost. Ich wende mich auch an unsere Kollegin Renate Künast. Frau Künast und ich, wir können streiten an vielen Stellen, ganz sicher. Aber diese verbalen Ausdrücke als Beispiel, der Sie ausgesetzt waren, sind unerträglich. Aber mindestens so unerträglich war das Urteil des Berliner Landgerichts. Der Straftatbestand der Beleidigung wurde durch dieses Urteil bei allem Respekt vor dem Gericht ad absurdum geführt. Das ist meine Meinung, meine Damen und Herren, so geht das nicht. Was wir umgehend brauchen, wir brauchen eine zentrale Ansprechstelle, an die sich die Betroffenen sofort wenden können. Eine Stelle, in der die Bereiche Prävention, Staatsschutz, Strafverfolgung gebündelt sind und damit effektive, bereichsübergreifende Maßnahmen eingeführt werden können. Und es macht Sinn, den § 188 Strafgesetzbuch, der handelt von übler Nachrede und Verleumdung, auch bei ehrenamtlichen Politikerinnen und Politikern, nicht nur Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, dass dieser Anwendung findet. Meine Damen und Herren, zum Schluss. Es wurde Zeit, dass wir hier diese Debatte führen. Nicht nur, weil viele Mitglieder des Deutschen Bundestages übrigens ein kommunales Mandat haben. Es wurde Zeit, weil es nicht hinnehmbar ist, dass die Menschen, die anderen helfen, Polizei und Rettungskräfte, ich sage es nochmal, angegriffen werden. Und, meine Damen und Herren, es wird Zeit. Jeder Hetzer, jeder dumpfe Heini in diesem Land und im Netz muss sich klar sein, dass wir alle, losgelöst von der politischen Meinung, es nicht länger dulden und uns entschieden, gemeinsam vor dieses Wertesystem stellen und es verteidigen. Es ist Zeit, dass der Deutsche Bundestag gemeinsam aufsteht und sich dieses nicht mehr gefallen lässt.
Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Fraktion Die Linke die Kollegin Petra Pau. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Hass, Drohung und Gewalt nehmen zu. Gegen Politikerinnen und Politiker, gegen Journalistinnen und Journalisten, gegen Helferinnen und Helfer, überhaupt und alltäglich. Das ist doppelt schlimm für die betroffenen Menschen und für die bedrohte Demokratie. Die Fraktion Die Linke lehnt Gewalt als Mittel gesellschaftlicher und politischer Auseinandersetzung strikt ab, namens der Betroffenen und namens der Demokratie. Allein der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, CDU, und der aktuelle Anschlag in Halle auf das Büro unseres MdB-Kollegen Dr. Karamba Diaby, SPD, zeigen, diese Hassattacken machen um keine Partei einen Bogen und sie taugen daher auch nicht für parteipolitische Scharmütze. Und glauben Sie mir, viele Linke, ob Mitglieder des Bundestages, von Landtagen oder Kommunalpolitikerinnen und Politiker, können aus eigenem Erleben und aus eigener Bedrohung viel zu dieser Debatte beitragen. Wir sind alle betroffen und alle verantwortlich, etwas dagegen zu tun. Die ganze Absurdität dieser schlimmen Entwicklung, davon war hier schon die Rede, zeigt sich, wenn Helfer wie Feuerwehrleute oder Sanitäter Opfer werden. Menschen, die sich für andere Menschen engagieren, werden dafür mit Hass und Gewalt bedacht. Das ist zusätzlich unmenschlich. Es trifft unsere Gesellschaft grundsätzlich und ist nicht hinnehmbar. An den laufenden Debatten, ob etwa Kommunalpolitiker sich bewaffnen sollten oder wie Privatadressen besser zu schützen seien, will ich mich hier in dieser aktuellen Stunde nicht beteiligen. Dazu reicht die Zeit nicht. Aber eine Mahnung muss sein. Allzu oft bleiben Gewalttaten ungesühnt und die Täter kommen unbehelligt davon. Kurzum, der Rechtsstaat versagt viel zu oft. Und das darf nicht sein. Gleichwohl kommen wir um eine weiterführende Debatte nicht umhin. Der Kollege Dahltrup hat das auch schon angesprochen. Ich kann sie hier nur anreißen. Denn die gesellschaftlichen Entwicklungen, über die wir heute reden, sind nicht vom lichten Himmel gefallen. Bereits 2011 hat Professor Heidmeier und sein Wissenschaftsteam von der Uni Bielefeld die Ergebnisse einer Langzeitstudie Deutsche Zustände vorgestellt. Das Fazit: die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nimmt zu, ebenso die Akzeptanz von Gewalt als Politikersatz. Zu den Ursachen ebenso kurz: das Soziale wird ökonomisiert, die Demokratie entleert. Politdeutsch nennt man das neoliberal. Es ist richtig, wir müssen uns mit diesen Dingen hier befassen und deswegen erweitere ich einen Vorschlag der Fraktion Die Linke aus dem Jahr 2017, als wir damals eine Enquetekommission, welche sich dem Thema Rassismus zuwendet, forderten. Ich denke, wir als Bundestag müssen uns mit dem Thema Hass und Gewalt als gesellschaftliches Problem befassen und dies als Querschnittsaufgabe und zwar jeden Tag angehen mit geeigneten Maßnahmen. Vielen Dank. Als nächste spricht für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Dr. Irene Mihalic. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vor 2 Monaten ungefähr hatten wir hier schon mal eine Aktuelle Stunde zum Thema Hassrede und Hasskriminalität. Anlass waren damals unter anderem die Morddrohungen gegen 2 Mitglieder des Deutschen Bundestages. Und gestern wurde unser Kollege Karamba Diaby, der auch gleich noch sprechen wird,
durch Schüsse auf sein Bürgerbüro Opfer eines perfiden Einschüchterungsversuchs. Solche Angriffe sind direkte Angriffe auf unsere Demokratie, und dem müssen wir uns entschlossen entgegenstellen. Aber Hass und Gewalt treffen vor allem diejenigen, die sich vor Ort in den Kommunen für das Gemeinwohl engagieren. Und ich möchte dabei auch an den schrecklichen Mord an Walter Lübcke oder auch an die anderen Anschlagsversuche gegenüber Henriette Reker und weitere Personen erinnern. Denn eines ist ganz klar: Es ging bei all diesen Taten darum, ein Exempel zu statuieren. Wer sich wahrnehmbar für einen humanitären, menschenrechtsorientierten Umgang mit Geflüchteten ausspricht, der muss mit dem Schlimmsten rechnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen uns davon nicht einschüchtern lassen. Wir, die Fraktionen des Verfassungsbogens von der Linken bis hin zur CDU/CSU, müssen zusammenstehen und alles tun, um engagierte Menschen in der Zivilgesellschaft, in der Kommunalpolitik, in den Verwaltungen und Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, besser zu schützen. Und das ist auch bitter nötig. Laut einer Umfrage des Magazins Kommunal vom Juni letzten Jahres haben 40% der Rathäuser schon mit Stalking, Beschimpfungen und Drohungen zu tun gehabt. In jeder 12. Kommune wurden entweder die Bürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter oder Mitglieder des Rates angegriffen. Das sind unhaltbare Zustände. Die Kommunalpolitik, das zivilgesellschaftliche Engagement in den Regionen sind das Rückgrat unserer Demokratie. Und eines ist dabei doch auch klar: Nötigung ist Nötigung, Drohung ist Drohung, Gewalt ist Gewalt und Mord ist Mord. Egal aus welchen politischen Motiven sie heraus begangen oder wie auch immer sie begründet werden. Und das müssen wir auch so klar benennen. Die Zahlen aus dieser Umfrage sagen uns aber auch, dass diese Welle von Hass und Gewalt zu einem großen Teil eben rechtsextrem motiviert ist. Über 40% der Anfeindungen und Taten stehen eindeutig im Zusammenhang mit flüchtlingsfeindlichen Motiven. Und das ist kein Zufall. Rechtsextreme Strategien und Kampagnen mit ihren Resonanzböden im Internet und auch in den Parlamenten wollen diese Verrohung, sie wollen diese Gewalt. Aus Worten sollen Taten werden. Es soll ein Klima der Verunsicherung ins Land getragen werden, das eben diejenigen zermürbt, die sich positiv für unsere Gesellschaft engagieren. Menschen wie der Polizeipräsident von Oldenburg, der dem braunen Geist in der AfD mit klarer rechtsstaatlicher Kante begegnet, oder auch Menschen wie der ehemalige Präsident des Feuerwehrverbands Hartmut Ziebs, der vor der rechten Gefahr gewarnt hat. Solche Menschen werden angefeindet und sie erhalten sogar Morddrohungen. Das darf nicht sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Menschen haben unseren Dank und unseren Respekt verdient. Und daher ist es richtig, dass diese Aktuelle Stunde auch Berufsgruppen wie Rettungskräfte und die Polizei zum Thema hat. Wir dürfen allerdings auch andere Berufsgruppen und Personenkreise nicht vergessen. Was ist mit den Sozialarbeitern? Was ist mit den Lehrern? Was ist mit den Menschen, die sich für Minderheiten einsetzen, in den Kirchen, Vereinen und Initiativen? Die Aufzählung ließe sich mühelos fortsetzen. All diese Menschen brauchen ganz dringend ein besseres Schutzniveau, und politische Maßnahmen müssen sich eben auch daran messen lassen. Und deshalb werden wir uns Ihre Vorschläge, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, wenn sie denn mal konkret auf dem Tisch liegen, auch ganz genau anschauen. Bei manchen Dingen schießen Sie nämlich auch meilenweit am Ziel vorbei. So wäre zum Beispiel die Klarnamenpflicht doch das genaue Gegenteil von dem, was von Hass und Hetze Verfolgte brauchen. Was wir stattdessen brauchen, ist eine echte Reform zum Beispiel des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, ein verändertes Melderecht und damit einen viel besseren Schutz auch von Privatadressen. Wir brauchen eine Stärkung der Extremismusprävention und Demokratieförderung vor Ort. Es muss endlich Schluss damit sein, dass über allen wichtigen Initiativen das Damoklesschwert der Mittelstreichung schwebt. Und wir brauchen endlich eine Taskforce Rechtsextremismus beim Bundesinnenministerium als Anlaufstelle für die vielen 10.000 Menschen, die auf sogenannten Feindeslisten stehen, die im Alltag bedroht werden, die ganz dringend unseren Schutz brauchen, weil sie sich anders nicht helfen können. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, die vielen engagierten Menschen unserer Gesellschaft erwarten, dass wir dem Hass, den Einschüchterungen, den Drohungen und der Gewalt entschieden und vor allen Dingen auch wirksam begegnen. Und als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen treten wir dafür ein, die konkreten Vorschläge in einem guten, konsensorientierten Geist zu diskutieren. Lassen Sie uns das bitte gemeinsam tun und damit glaubwürdig auch für einen anderen Stil der Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft werben. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Nächster Redner in der Debatte ist der Kollege Josef Oster für die Fraktion der CDU-CSU. Verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Tatsache alleine, dass wir uns heute im Rahmen einer Aktuellen Stunde mit dem Thema Gewalt gegen Kommunalpolitiker, Polizisten, Rettungskräfte beschäftigen müssen, ist beschämend. Die Anzahl an körperlichen und verbalen Übergriffen wirft gewiss kein gutes Licht auf den Zustand unserer Gesellschaft. Und Herr Hess, Reden wie die Ihre von eben tragen ganz bestimmt nicht zu einem besseren Klima in unserer Gesellschaft bei. Denn worüber, meine sehr geehrten Damen und Herren, reden wir? Wir reden über die Basis, das Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es geht um die Menschen, die sich oft ehrenamtlich für unsere Demokratie und für unsere Sicherheit einsetzen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass Amtsträger persönlich angegriffen, verletzt oder gar getötet werden, dass Angriffe auf Büros von Kollegen verübt werden, dass Bürgermeister aus Angst ihr Amt abgeben, dass ein Bürgermeister jetzt sogar einen Waffenschein beantragt, all das sind Alarmsignale, die wir ausgesprochen ernst nehmen müssen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, in meinem Wahlkreis ist Freiherr vom Stein begraben. Er gilt ja als der Vater der kommunalen Selbstverwaltung. Er hat schon vor vielen Jahren deutlich gemacht, dass es die unterste staatliche Ebene ist, die wahrscheinlich die wichtigste ist. Und warum ist das so? Hier auf dieser Ebene, meine sehr geehrten Damen und Herren, bekommt der Staat ein Gesicht. Hier wird der Staat persönlich. Die Bürgermeister, die Ratsmitglieder sind ansprechbar, sie sind greifbar. Gerade diese Nähe ist so wichtig und gerade diese Nähe darf nicht verloren gehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dass sich gerade auf dieser Ebene zunehmend Angst breit macht, darf uns nicht ruhen lassen. Unsere Demokratie ist ohne das Engagement vor Ort schlicht nicht denkbar. Daher ist es gut, dass wir dieses größer werdende Problem heute auch in dieser Aktuellen Stunde thematisieren. Es ist gut, dass Kommunalpolitiker künftig auch unter den besonderen Schutz des Strafgesetzbuches fallen und besser vor übler Nachrede und Beleidigung geschützt werden. Ein verbesserter rechtlicher Rahmen, Staatssekretär Krings hat das deutlich gemacht, ist wichtig. Der Staat muss die Menschen, die sich für ihn einsetzen, bei Bedarf aber auch schützen. Dafür brauchen wir eine starke Polizei. Mit einem deutlichen Stellenaufwuchs im Rahmen des Paktes für den Rechtsstaat zeigt diese Bundesregierung auch hier eine klare Haltung. Gleiches gilt für die Bekämpfung extremistischer Tendenzen. Mehr Möglichkeiten bei BKA und Verfassungsschutz sind hier der richtige Ansatz. Frau Mihalić, das ist ja sozusagen das, was Sie eben als Taskforce bezeichnet haben. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, das alleine wird das Problem natürlich nicht lösen. Es ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, die da vor uns liegt. Und da ist mir ein Aspekt wichtig. Gerade in Zeiten der Digitalisierung müssen wir aufpassen, dass wir die unterste kommunale, die unterste staatliche Ebene nicht weiter weg von den Menschen organisieren, nicht weiter schwächen. Das kommunale Ehrenamt braucht eben auch eine starke Verwaltung als Unterstützung im Hintergrund. Und das sage ich als ehemaliger Bürgermeister aus tiefster Überzeugung. Deshalb halte ich auch so manche Verwaltungsreform, auch die bei uns in Rheinland-Pfalz, für den falschen Weg. Die Politik, der Staat, muss eben möglichst nahe bei den Menschen sein. Das gilt für die Kommunalpolitik und das gilt nach meiner Überzeugung übrigens auch für die Bundestagswahlkreise, aber das ist ein ganz anderes Thema. Was ist zu tun? Da, wo notwendig, muss der rechtliche Rahmen angepasst werden. Das ist hier bereits mehrfach erwähnt worden. Übergriffe jedweder Art müssen schnelle Konsequenzen haben. Dafür brauchen wir eine starke Justiz mit spezialisierten Staatsanwaltschaften und Gerichten. Hier sehe ich großen Handlungsbedarf. Nur schnelle und konsequente Ahndung schafft Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Wir brauchen eine umfassendere Wertschätzung der Arbeit unserer Kommunalpolitiker. Die Arbeit, die vor Ort oft ehrenamtlich geleistet wird, braucht bestmögliche Unterstützung und wir brauchen da, wo nötig, einen umfassenden Schutz von gefährdeten Personen. Verehrte
Kolleginnen und Kollegen, für mich sind die Kommunalpolitiker, die Polizisten, die Rettungskräfte die wahren Helden des Alltags. Ohne ihre Arbeit könnte unser Staat nicht funktionieren. Deshalb haben gerade Sie in besonderer Weise unseren Dank, unsere Anerkennung und auch unseren Schutz verdient. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Christian Wirth für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, werte Kollegen, immerhin 92% der deutschen Kommunalpolitiker hat keine körperliche Gewalt selbst oder im Umfeld erlebt. Das ist aber auch ziemlich der einzige Lichtblick für unsere Kommunalpolitiker. Gewalt mag noch kein Alltag in ihrem beruflichen oder privaten Leben sein, aber das Klima aus Angst und Bedrohung steigt stetig. Schaut man in die Statistik, so wurden nach Auskunft der Bundesregierung Politiker der CDU 161 Mal, die der SPD 118 Mal im Jahre 2019 Opfer eines Angriffs. Dazwischen liegen mit 143 Angriffen die Politiker der AfD. Der unsägliche Anschlag auf das Büro des Kollegen Diaby wurde erwähnt. Ich mag noch daran erinnern an den Kollegen Magnitz meiner Fraktion, der in Bremen mit einem Gegenstand hinterrücks niedergeschlagen wurde und schwerst verletzt wurde. Ich möchte an den Mordanschlag an meinem Kollegen Friesen erinnern, der nach einer Veranstaltung in einem vollbesetzten Fahrzeug auf der Autobahn gerade noch bemerkte, dass sämtliche Radmuttern seines Fahrzeuges gelöst waren. Wenn Sie mal vergleichen, auf welche absoluten Zahlen von Amtsträgern sich diese Angriffe verteilen, erkennen Sie vielleicht widerwillig einen gewissen Trend. Und solche Hassreden wie vom Kollegen Daltrup eben können ein Indiz sein, woher das kommt. Geht es um Angriffe auf Parteibüros, Wahlstände, Wahlplakaten und so weiter, ist die AfD bereits einsamer Spitzenreiter. Und wir reden hier nicht nur von relativ harmlosen, wenn auch teuren Farbattacken, sondern mittlerweile auch von Bombenanschlägen. Und nicht nur bei der AfD bleibt lediglich eine Anzeige gegen Unbekannt oder gegen Internetpseudonyme, die mit trauriger Gewissheit im Sande verlaufen werden. Ein breiter gesellschaftlicher und medialer Aufschrei folgt in der Regel nur bei ausgewählten Opfern. Die Täter mögen individuell zu oft davonkommen oder unerkannt bleiben, die Milieus sind aber uns allen bekannt. Ich nenne hier beispielhaft Reichsbürger und die Antifa. Reichsbürger, das zeigt die Statistik, sind der neue traurige Trend in den Bedrohungsszenarien für die Kommunen. Die Antifa ruft ungeniert auf in die Medien zu Mord und Totschlag auf. Beide haben das Ziel, die Handlungsfähigkeit des Staates zu zerstören. Der Kampf richtet sich gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Neonazis und Linksfaschisten haben unseren Staat den Krieg erklärt. Wer unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat ablehnt und mit Gewalt bekämpft, ist ein Feind von allem, wofür die Bundesrepublik Deutschland steht. Gegen diese Feinde dürfen wir alle, die Kommunalpolitiker, die dem Bürger am nächsten stehen, die die Grundessenz des demokratischen Lebens bilden, nicht alleine lassen. Und wir alle Parteien, sollten einmal in sich gehen und das Miteinander überdenken. Denn wir senden Botschaften des Miteinanders an die Bevölkerung. Und viele Botschaften können auch missverstanden werden. Wenn in diesem Hause einer gewählten Partei wie der AfD abgesprochen wird, dass es sich um eine demokratische Partei handelt, was täglich der Fall ist, so muss man sich nicht wundern, wenn Wirrköpfe auf der Straße Gewalt für ein legitimes Mittel halten. Und wenn bürgerliche Parteien mit der Antifa demonstrieren, mögen sie zwar hoffen, von deren Angriffen verschont zu werden, aber deren Politiker werden, wenn es nicht schon der Fall ist, das nächste Ziel sein. Und hier kommt die GroKo ins Spiel. Sie berufen eine Aktuelle Stunde ein. Immerhin. Aber was ist heute bitte die Botschaft? Verlangt die GroKo etwa, dass endlich gehandelt wird? In so gut wie jeder Kommune, in jedem Bundesland regiert eine Partei der Großen Koalition zumindest mit. Noch. Auf Bundesebene waren sie in diesem Jahrtausend durchgehend an der Macht, meiste zusammen. Wie lange muss man eigentlich regieren, auf allen Ebenen, bis man zumindest ein bisschen Verantwortung für die aktuelle Situation eingesteht, in der sich ein Land befindet? Sicher ist, Politik muss eine klare Sprache sprechen.
Wer um Tatsachen, Probleme und Ideen herumredet oder diese verschweigt, der kann nicht an ihren arbeiten. Auch eine in einzelnen politischen Fragen gespaltene Gesellschaft muss eine Demokratie aushalten. Diese Polarisierung überschreitet allerdings dort eine rote Linie, wenn Politikern oder ganze Parteien von der einen oder anderen Seite außerhalb des politischen Diskurses gestellt werden. Denn jemand, den man nicht als Teil des demokratischen Debatte akzeptiert, gegen den kann man, so impliziert Botschaft, nur mit Gewalt wehren. Es liegt also eine Verantwortung bei uns allen, die Kultur des Streites mit der Zunge und nicht mit der Faust zu pflegen und vorzuleben. Es liegt aber eine besondere Verantwortung auch immer bei denen, die diese Verantwortung gesucht haben, nämlich den Regierenden. Zum Schutz der Kommunalpolitiker, dort, wo Politikfolgen und Politikverdrossenheit am unmittelbarsten zu spüren sind, muss jeder mögliche Schritt unternommen werden. Dazu gehört aber, das Vertrauen in Politik und Rechtsstaat zurückzugewinnen. Und dies gelingt nur, wenn die Regierenden der Polizei, den Sicherheitsbehörden und der Justiz ein klares Signal geben, nämlich das Gewaltmonopol des Staates ohne Wenn und Aber und ohne vorauseilenden Generalverdacht denen gegenüber durchzusetzen, die unsere Demokratie nicht respektieren. Vielen Dank. Danke sehr. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Dr. Karambadiabi. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn ich nicht aus Ihrem Wahlkreis komme und mich einer anderen Partei zugehörig fühle, ist der Anschlag auf Sie auch ein Angriff auf mich und auf das gemeinsame Werteverständnis und das Versprechen, einander zu respektieren. In einer anderen Nachricht an mich heißt es: In unserem Gemeindegottesdiensten beten wir fast jeden Sonntag für Sie, die in unserem Land Verantwortung tragen. Ich würde mir sehr wünschen, dass Sie sich besonders eingeschlossen fühlen von unserer Hoffnung, dass Gewalt niemals das Klima unserer Gesellschaft prägen darf. In einer anderen Mail steht: Trotz der anhaltend unerträglich hohen Frequenz solcher Taten gewöhne ich mich nicht daran, will es auch nicht. Insbesondere wenn man bedenkt, dass manche Bürgermeister sich bereits zu ihrer Sicherheit und der ihrer Familie aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind nur einige der Tausenden von Nachrichten, die ich gestern und heute erhalten habe. Für diese Nachrichten und für die gestern anlaufende interfraktionelle Solidaritätsaktion möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Sie bestätigen für mich zwei Dinge. Erstens, die überwältigende Mehrheit der Menschen will eine offene und solidarische Gesellschaft. Zweitens, wir leben nicht in einem Zeitalter des Zorns, sondern der Solidarität und des Mitgefühls. Ich bin für jede einzelne Nachricht zutiefst dankbar. Sie alle geben mir und meinem Team Kraft und Mut. Sie alle zeigen mir, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Das heißt Respekt und Solidarität für alle Menschen, die vor Ort und im Alltag das Land am Laufen halten. Dazu gehört unter anderem die Arbeit in Krankenhäusern, Beratungsstellen, Bahnhofmissionen, bei der Polizei, beim THW und bei der Feuerwehr und in der Kommunalpolitik. Fest steht, für Demokratinnen und Demokraten stellen die überwiegende Mehrheit in diesem Land, und es ist wichtig, dass wir die Demokratie verteidigen. Wir alle können dazu etwas beitragen, jeden Tag. Und meine Damen und Herren, es muss klar sein, dass das Band zwischen Menschen und Menschen nicht zerreißen darf und Hass und Hetze nicht das Mittel unserer Zeit sein können. Kolleginnen und Kollegen,
Wir müssen jetzt aktiv werden, wie ich es hier im Plenum auch schon öfter gesagt habe. Wir brauchen natürlich auch im Osten bessere Strukturen des Engagements und Demokratieförderung. Wir brauchen eine Stärkung der politischen Bildung und Medienbildung in Schulen und Jugendeinrichtungen. Wir brauchen eine bessere Präventionsarbeit und wir brauchen endlich ein Demokratiefördergesetz. Denn, meine Damen und Herren, Daueraufgaben gehören dauergefördert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle, die hier sitzen, haben eine große Verantwortung. Wir haben es mit in der Hand, in welcher Richtung sich unsere Gesellschaft bewegt. Die Sehnsucht nach Zusammenhalt ist größer denn je. Ich lade deshalb alle demokratischen Fraktionen dazu ein, dieses Ziel zu verfolgen. Meine Fraktion ist voll dabei. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion ist der Kollege Christian Hase. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich spreche heute zu Ihnen vor dem Hintergrund von drei Lebenserfahrungen. Zuerst vor dem Hintergrund meines ehemaligen Berufes als Bürgermeister. Dann bin ich kommunalpolitischer Sprecher meiner Fraktion und vertrete die Kommunen damit insgesamt. Und schließlich spreche ich zu Ihnen als Politiker. Und die Hauptaufgabe eines Politikers, egal auf welcher politischen Ebene, sehe ich darin, Ausgleich zu schaffen und zu vermitteln. Meine Damen und Herren, es gibt zahlreiche Situationen und Themen, in denen sich auch Kommunalpolitiker Hass, Hetze und Gewalt ausgesetzt sehen. Das hat unterschiedliche Gründe. Viele Diskussionen werden vor Ort leidenschaftlich, mitunter auch hart in der Sache geführt. Als Bürgermeister war ich seinerzeit gezwungen, eine Kita zu schließen. Es waren schlichtweg zu wenig Kinder da. Sie können sich vorstellen, was da los war. Eine hitzige, lautstarke Debatte, abendliche Besuche besorgter Eltern. Emotional in der Sache, aber ohne persönliche Angriffe. Das war 2009. Seitdem hat sich viel getan. Heute gibt es wieder mehr Kinder. Das ist positiv. Aber das gesellschaftliche Klima hat sich verändert. Heute polarisieren vor Ort Themen wie der Ausbau der Windenergie, die Erhöhung von Steuern oder die Verteidigung von Straßenausbaubeiträgen. Es sind Themen, die Menschen ganz konkret in ihrem Lebensalltag tangieren, sei es auf dem Gehaltszettel, in ihrer Straße oder in ihrer Aussicht. Aufgabe von Politik, auch von Kommunalpolitik, ist es, faktenorientiert und sachlich Zusammenhänge zu erklären und zu entscheiden, immer mit der Frage im Hinterkopf, wie schaffen wir das alles, ohne die Gesellschaft zu spalten, ohne die Wirtschaft und die Bürger zu überfordern, denn so stelle ich mir eine Politik der Vernunft vor. Manche Kritiker und Aktivisten hingegen machen sich sehr einfach, zum Beispiel beim Klimaschutz. Es wird bewusst emotional aufgeladen gearbeitet mit Aussagen wie: Hier herrscht Notstand, das Haus brennt oder ich will, dass ihr in Panik geratet. Wer will das eigentlich ernsthaft, eine Gesellschaft in Panik? Das ist unseriös und weit weg von der sachlichen und lösungsorientierten Problemfindung. Solche Auseinandersetzungen, meine Damen und Herren, polarisieren. Diskussionen werden viel zu oft geführt mit Häme, mit Vorwürfen oder sogar mit persönlichen Attacken. Die Hemmschwelle von der verbalen Attacke zum tatsächlichen Drohszenario oder einem Anschlag, wie dem das Büro von Karamba Diaby ausgesetzt war, ist dann kleiner, als viele denken. Und lassen Sie sich eins in diesem Zusammenhang sagen, meine Damen und Herren. Hetze und Gewalt gegen Kommunalpolitiker, Polizisten und Rettungskräfte sind im Grunde nur die Spitze des Eisbergs. Es fängt doch schon beim Ehrenamt insgesamt an. Fragen Sie mal die Schiedsrichter, die jede Woche in den Amateurklassen unterwegs sind. Was ist die Folge? Einige Kommunalpolitiker wollen sich bewaffnen. Andere führen Sicherheitsüberprüfungen ihrer Häuser durch. Die stillste, aber häufigste Entscheidung ist: Ich trete nicht wieder an. Ist das unsere Vorstellung von Demokratie? Nein, wir brauchen eine wehrhafte Demokratie. Wir brauchen Politiker, die sich unliebsamen Themen auch öffnen
und das im täglichen 1:1 mit den Bürgern wie bei unseren Kommunalpolitikern. Meine Damen und Herren, die Verrohung der Gesellschaft ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Sogenannte sozialen Medien haben ihren Anteil daran und sind Treiber der gesellschaftlichen Entwicklung. Hier lässt sich unter dem Deckmantel der Anonymität leicht herumpöbeln. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Bereitschaft, Kommunalpolitiker und andere Betroffene zu bedrohen, wieder sinkt. Wir Kommunalen fordern daher eine Klarnamenpflicht im Internet und in sozialen Netzwerken, denn wir brauchen eine klare und einfache Identifizierungsmöglichkeit, um den Ermittlungsbehörden die Arbeit zu ermöglichen. Wir fahren ja schließlich auch alle mit einem Autokennzeichen, weil jeder Verantwortung übernehmen muss für das, was er im Straßenverkehr macht oder falsch macht. Und wenn die Identifizierung im Internet so einfach wie am Stammtisch ist, dürfte auch die digitale, die soziale Kontrolle im Internet funktionieren und Hass, Hetze und Gewalt im Zaum halten. Was wir noch brauchen, sind gut ausgestattete Schwerpunktstaatsanwaltschaften, aber auch entsprechend sensibilisierte Ermittlungsbeamte. Bisher passiert leider außer der Einstellung von Verfahren recht wenig. Abschließend will ich sagen, solange der Eindruck entsteht, einen Kommunalpolitiker, Rettungskräfte, Polizisten oder andere zu beleidigen oder zu bedrohen, ist ein Kavaliersdelikt, wird sich nichts ändern. Schweigen wir nicht. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist für die SPD-Fraktion der Kollege Helge Lind. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Karamba, wenn du, und es war nicht das erste Mal, bedroht wirst, beschimpft wirst, angegriffen wirst, ist das ein Angriff auf uns alle ganz persönlich. Und es ist zwar ein Angriff auf deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deshalb, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht nur im übertragenen Sinne unsere Solidarität aussprechen, sondern dass wir im Grunde buchstäblich uns vor deinem Büro versammeln sollten, als so eine Art Menschenkette und Bollwerk, um ein Zeichen zu setzen, dass wir parteiübergreifend gegen das andere stehen, dieses andere, das die Bedrohung und den Hass verkörpert. Und ich danke dir für die Größe von dir und deinem Team, mit der ihr damit umgeht und die Haltung, die ihr zeigt. Vielen Dank dafür. Es bedeutet aber auch, und du hast das Beispiel gegeben, wie man es macht, dass wir eben gerade nicht instrumentalisieren. Eben wurde in der Rede von Herrn Wirth der Fall des AfD-Abgeordneten mit gelösten Muttern genannt. Er vergaß aber darauf hinzuweisen, dass dies keineswegs Ermittlungsergebnis ist. Es wurde ganz schnell der Eindruck erweckt, dies sei eine linksextremistische Straftat. Das haben aber die Ermittlungsbehörden nicht so festgestellt. Und ein Gutachten lässt sehr wohl auch die Möglichkeit zu, dass es sich nicht um Sabotage handelte, sondern um ein technisches Versagen. Ich finde, gerade in diesen Zusammenhängen sollen wir äußerst vorsichtig sein, wenn wir entgegen Ermittlungsergebnissen den Eindruck erwecken, es handele sich um linksextremistische Straftaten. Denn damit, genau damit, haben wir nicht die Ernsthaftigkeit, die diese Debatte fordert, und damit diskreditieren wir letztlich jeden ernsthaften Vorfall, und es gibt viel zu viele davon. Es ist oft ja dann die Rede, es handelt sich um einen Angriff auf die Demokratie. Das ist auch richtig. Aber ein Angriff auf die Demokratie ist letztlich ein Angriff auf ganz konkrete Menschen. Und wenn wir auch sagen, und auch das ist zutreffend, wir sollten uns nicht einschüchtern lassen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Kommunalpolitiker und die Polizisten und die Rettungskräfte, dann ist das auch leichter gesagt als getan. Und deshalb möchte ich in der Zeit, die mir noch bleibt, einmal darauf hinweisen, was das mit Menschen macht, wenn sie so etwas erfahren. Ich habe das selber erleben können, wiederholt mit Morddrohungen. Ich weiß noch genau, ich könnte es auf die Sekunde schildern, was es in meinem Büro und bei meinen Eltern auslöste, als ich Opfer einer Hacking-Attacke wurde, als bei mir zu Hause Urinbeutel, Hundekot-Attrappen, Korane erschienen, als vermeintlich in meinem Namen rassistisch gepostet wurde. Das kann man nicht schildern, das muss man erlebt haben. Und das trifft viel mehr andere als mich selbst. Ich bin da ziemlich unempfindlich und habe mir einen
guten Panzer aufgebaut. Aber was meinen Sie, macht es mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich solche Hassschreiben, Morddrohungen und Ähnliches lesen, die es viel mehr abbekommen als ich? Ich finde auch, wir sollten uns verneigen vor all denen, die für uns arbeiten und die unser Bollwerk sind, alltäglich. Und Ihnen auch, gerade Ihnen, möchte ich diese Ausführung widmen. Und gerade Sie in meinem Team und vielen anderen Teams waren es auch bei mir konkret, die als Erste, es war ungefähr 3 Uhr nachts, erfuhren, wie mich eine digitale und auf Plattformen veröffentlichte Morddrohung ereilte, weil ich mich mit dem schwulen afrodeutschen Blogger und ZDF-Mitarbeiter Tarik Tesfu unterhalten hatte. Ich hatte es gar nicht gemerkt, Sie haben das aber gelesen, weil Sie teilweise auch nachts die Nachricht lesen und nicht schlafen konnten. Ich konnte auch tagelang nicht schlafen, aber bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war das viel deutlicher. Und das ging so weit, dass sie buchstäblich Angst hatten, dass ich zu einer weiteren Fernsehsendung gehe, in der Furcht, dass mir etwas passieren könne. Ich denke, das macht deutlich, und bei vielen anderen wird es noch viel schlimmer sein und viel dramatischer, dass es nicht Zustände sind, an die wir uns einfach gewöhnen können. Und wenn dann heute Morgen Herr Dr. Curio von Migrationstrip spricht und von einer Willkommensparty und von einer Hängematte Deutschland für Migrantinnen und Flüchtlinge, dann ist das nicht einfach Brandstiftung, sondern dann werte ich das als Einladung an Menschen in diesem Land, verbal und sogar physisch gewalttätig zu werden. Das aber können wir nicht akzeptieren. Und ich denke, wenn wir begreifen, was verbale wie physische Gewalt mit Menschen macht, was sie mit Rettungskräften macht, was sie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Büros macht, was sie mit Kommunalpolitikern macht, dann verbietet es sich, künftig jemals wieder solche Worte zu verwenden oder zu versuchen, Anschläge parteipolitisch zu instrumentalisieren. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Marc Hendrich.